Hallo und willkommen zurück bei SnowRunner. Ich quäle mich immer noch hier durch den Tiefschnee. Ich wollte euch jetzt diese 30 Sekunden, bis ich hier vorne drauf bin, jetzt nicht klauen. Ja, also da muss da wacker durch den tiefsten Tiefschnee da gezogen. Sprit fast leer, aber wir sind da. Wir sind hier drüben, wo wir hin wollten. Jetzt müssen wir nur noch mal einen. Fahren wir noch mal hier ein Stück, bis der letzte Punkt erreicht ist, und dann führen wir einen Scan durch. Wo sind wir denn eigentlich jetzt mittlerweile? Okay, wir sind hier oben fast, ja. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann führen wir den Scan durch. Und dann würde ich schauen, dass wir doch ziemlich zeitnah mit unserem Hänger wieder ein bisschen mehr in die Zivilisation kommen. In die Zivilisation? Damit, was steht denn da unten? Ein Hubschrauber oder was ist das? Halt doch kurz an. Ah ne, es sind irgendwelche Bäume, die umgefallen sind. Dass wir den nicht hier oben stehen lassen müssen. Weil wir den, wenn wir den hier oben nochmal holen müssen, das ist natürlich dann heftig. Stehen bleiben und das Radar aktivieren. Und was haben wir gefunden? Nix. Willst du mich eigentlich ein bisschen... Zumindest zeigt es mir nicht an. Hier ist das Portal nach Imandra. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Wisst ihr was? Und da fahren wir auch mal rüber. Vielleicht finden wir ja da drüben... Es ist nämlich noch gesperrt. Vielleicht haben wir da drüben eine Garage. Allerdings, der Weg nach Imandra, wenn ich so richtig ausspreche, der ist schon etwas beschwerlich, oder? Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Oder seht ihr einen anderen? Guckt euch doch mal den Weg. Das kann doch nicht sein, dass du dich hier durchquälen musst. Also vielleicht schon. Vielleicht schon. Ja. Aber ich gucke echt mal, wenn wir das freigeschaltet haben und wir schon darüber können, was nicht so aussieht, weil da noch irgendwas rumliegt, dass wir diesen Weg hier wieder zurückfahren, hier uns ein bisschen durchquälen müssen vielleicht bis hierhin. Mal gucken, wie weit uns der Sprit dann bringt, ne? Ja. Schauen wir mal, wie weit wir es schaffen. Oh, da unten ist der Foreigner. Ne? Wie der Truck den wir da rausziehen müssen. Oh, ist es der Truck, den wir finden und freischalten müssen? Kamera, Kamera, hör auf, Kamera, hör auf! Yeah. Das ist dieser. Oder? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Müssen wir da mal gucken. Müssen wir dann mal eruieren. Das machen wir direkt. Auf dem Bild sieht's aus, als wenn man die Brücke reparieren könnte. Imandra. Halbinsel Kola. Und damit herzlich willkommen in... Ja, ich würde echt direkt einen Scan ausführen. Oder? Wollen wir mal gucken? Einfach nur, dass ich sehe, wie weit es geht. Tanken müssen wir eh, also von daher. Vielleicht finden wir direkt hier eine Tankstelle in der Nähe. Ah
Altmetall. Nächtliche Lieferung. Upgrade-Standort. Jawohl. Neue Mission entdeckt. Sonst noch was? Altmetall. Jawohl. Weiter. Weiter. Das Gebot wurde gescannt. Schön. Das Gebot, ne? Das Gebot wurde gescannt. Das Gebiet natürlich. Gib mir mal. Achso, ich muss hier rausgehen. Jetzt kann ich die M drücken. Oh, hier ist Altmetall. Nächtliche Lieferung. Oh, hab ich. Ah, hier sind Tankinge. Und ein Upgrade. Holy, wie sollst du denn da hinkommen? Ja, ich glaube, das bringt nichts. Also, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Wir reisen einmal ganz kurz zurück. Und dann schauen wir mal, wie weit wir wieder zurückkommen in die Zivilisation. Und es hat jetzt einen Vorteil. Wir sind gedreht. Wir haben gedreht. Nachtanken. Quelle ist Gepäckträger. Nein, nicht den Job. Danke. So. Motor gerade wieder ausmachen. Mal gucken, wie wir... Hier muss ich mit dem Kolob sehr wahrscheinlich hin. Na? Nur der hat, glaube ich, genügend Kraft und... Bin ich dann deppert? Hier vorne ist doch viel weniger. Hier vorne ist viel weniger, wo ich mich, glaube ich, da durchkämpfen und quetschen müsste. Ja, und dann mal gucken, ob man... Kampf um das Eis, da ist der Bunker. Ach, jetzt weiß ich, warum das wieder aktiv ist. Oh, hier gibt's neue. Der Preis des Siegers, jawohl. Haben wir hier vergessene Zivilisation? Jawohl. Aber ich will den... Das da, Orte des Ruhmsverfolgung stoppen. Das möchte ich eigentlich gerne stoppen. Und dann würde ich gerne... Hier. Und dort einen weiteren Scan ausführen, beziehungsweise... Da vorne dann schon. Wir fahren in der Folge jetzt noch ein bisschen rum und scannen, und in der nächsten Folge fangen wir mal wieder an, was zu fahren. Ja. Um einfach ruhig, Brauner! Um einfach die Aufträge wieder ein bisschen zu minimieren und die Aufgaben, und vielleicht fahren wir uns ja dann dort auch ein klein wenig die Sachen frei. Also von der Map natürlich, ja, und so ein bisschen die Sicht frei fahren. Habe ich das markiert? Oh Gott, ey. Ach was, welch eine schöne Strecke, schön. Die romantische Strecke nimmt der hier, toll, super, ja. Was? Wer hat denn das programmiert, ey? Obwohl es geht. Es sah jetzt tiefer aus, als ich
als es wirklich ist, als ich dachte. Komm da rum. Ich glaube, das wäre alles gar nicht so anstrengend, wie es ist, wenn ich diesen Lümmelhänger nicht hinter mir hätte. Hallo. Es ist ja nur ein Baumstamm. Fahr doch einfach da drüber. Hab ich mir diesen Weg markiert? Ehrlich? Hab ich mir diesen Weg markiert? Hab ich vor 2,5 Minuten irgendwas getrunken oder was ist los? Ich bin noch hier. Die Strecke ist schon so komisch. Stellt euch vor, ich wäre hier lang gefahren. Wow. Obwohl, wenn ich mir die da drüben so angucke, wäre die vielleicht fast schon schöner gewesen. Ja, drüben wäre ein bisschen Matsch gewesen, aber nicht so Berg- und Talbahn. Ja, genau, du hast schon die richtigen Anstalten gemacht, du Baumstamm. Geh mal schön links beiseite. Du hast dich eben schon weggerollt. Jawohl. Zack, weg. So, wann sind wir an der Stelle, wo ich scannen wollte? Ach so, noch lange nicht. Okay, 1, 2, 3, 4. Am vierten Punkt, wenn der weggeht. Naja, so lange quälen wir uns noch ein bisschen hier durch. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ich in der Anfangszeit über Michigan geschimpft habe? Oh mein Gott, ich wünsche mir Michigan zurück, ey. Ehrlich. Michigan war ein sehr, sehr schönes Fahren. So, da unten der Pinöbel war es, gell? Achso, jetzt brauchen wir fast gar nicht mehr zu scannen. Aber noch Sprit in dem Hänger, also machen wir das mal. Radar aktivieren, jawohl, scannen bitte. Einmal drehen und dann ist gescannt, was ist denn das? Zeig mir mal das Upgrade. Achso, das war hier hinten. Oh, hier geht's ja. Oh Gott, guckt euch das hier an. Guckt euch diese Strecken hier hinten an. Ach, du ahnst es nicht. Aber hier sind mit Sicherheit der andere Bunker, wo ich hin soll. Du ahnst es nicht, du ahnst es nicht, du ahnst es nicht. Komm ich. Wartet mal. Ist es nicht besser, wenn ich jetzt hier hoch? Nee, ich komme hier nicht durch. Aber hier ist der andere Weg. Was ist das denn? Kann man das freiräumen? Ist da eine Mission? Was ist das? Ich würde fast schon sagen, hier entlang zu fahren ist wesentlich einfacher als entlang zu fahren. Oh, es ist auch wieder mal Nacht geworden. Wenn wir hier langsam drüber fahren, so schön im Lastgang, langsam, vielleicht auch im schnelleren Lastgang.
wir brauchen ein Fahrzeug, was hoch ist, was Power hat und so gut wie irgendwie überall hochkommt. Haben wir da so ein kleines Allrounder-Teil? Ich überlege. Ich habe gerade überlegt, was laden kann und was Power hat. Was denn jetzt? Jetzt mein schimmlischer Hänger hinter mir hängen geblieben, ja? Natürlich. An dem kleinen Kackbaum hängt er jetzt. Jetzt muss ich mich verarschen. An dem Baumstamm. Ernsthaft. An dem Baumstamm. Ah, so geht das. Stehen wir jetzt hier gleich an unserem... Oh, was haben wir da? Achso, dieses Foreigner-Ding da. Genau, und ich würde jetzt hier unten nochmal entlang fahren und gucken, ob ich da hoch zur Dorferkundung komme. Ja, also Handbremse anziehen. Wir scannen nochmal ganz kurz und dann fahren wir da hinten da. In das Dunkle fahren wir weiter. Also, das ist... Ich hätte doch gelacht, wenn wir hier nicht alles gescannt kriegen. Achso, erstmal wieder da raus. So. Ja, hier Ölfässer. So, und jetzt müsste ich... Echt? Hier. Boah. Hier. Es wird richtig übel. Es wird richtig übel, sprach der Dübel. Ja, und verschwand in der Wand. Hier hing. So müsste ich hier hinfahren. Oh, was ein Kampf, ey.
Was ein Kampf, was ein Kampf. Nicht der, den ich will. Also, wenn zieht er sich auch allein hier hoch. Okay. Und jetzt, auf. Komm. Wieder der Hänger. Es ist wieder dieser kleine. Wenn der Pillow falsch gesetzt war. Ich wusste es! Ah, jetzt häng ich wieder hier im Wasser drin. Mann, was eine Strecke. Solange wir scannen können, scannen wir. Aber jetzt ist, glaube ich, der Sprit leer. Wurde schon rot angezeigt, der Benzinkanister. Ja, so. Neue Missionen. Schön, schön, schön. Zeig mal, was haben wir jetzt hier? Da oben ist Container sichern, wie Brüder, Anhängershop, Versorgungsfahrt, jawohl. Müssten wir uns hier mal einen Hänger kaufen? Einen Tankhänger? Beide wieder voll tanken? Hinfahren wie Brüder. Achso, hier die Dinge annehmen. Was steht denn hier eigentlich? Ein Selbsthänger. Und der Tutz steht hier. Hahaha. Ihr wisst ja, was ich jetzt mache, ne? Ihr wisst ja, was ich jetzt mache, ne? Ich will den entdecken, den Tutz. Weil ich glaube, den muss ich nämlich. Ne, 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 hör mal auf, wir fahren.
muss den nämlich entdecken, den Tutz. Und wenn ich schon hier stehe, dann schalten wir den jetzt gerade mal frei. Ich weiß zwar nicht, was mit dem Hänger ist und ob ich das dann... Hey Tutsi, ich hab dich gefunden. Yeah, neue Anhänger entdeckt und den Tutz entdeckt. Sauber. Woo. Geilo. Geilo, kann ich jetzt in den Truck da rein oder ist der in den Tutz? Leerer Tank. Nachtanken. Vom Jar. Naja, okay. Aber ich könnte ihn bergen. Dann wäre er schon mal weg. Bergen. Juhu! Tutsi haben wir gefunden. Tutsi, Tutsi. Klar. Aber kann ich mich hier irgendwie reparieren? Nachtanken? Nee. Kann ich mich hier reparieren? Ja, reparieren könnte ich mich, oder? Gepäckträger? Ah, nee, geht auch nicht. Okay. Du, dann nicht. Dann bleibst du mal hier stehen. Licht. Hallo, Licht. Yeah, den Tutz. Sauber. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass wir hier sehr viel mit dem Kolo machen müssen. Einfach nur die Viecher irgendwo hinziehen, wo sie dann erstmal bleiben können. Habe ich ihn eben nicht nachgetankt? Weil ich gar nicht mehr so viel Sprit da oben drin habe. Oh nein! Yeah, den Tutz! Geil! Sauber, so mag ich das. Ja, dann würde ich mal hier rüberfahren. Das annehmen, das annehmen, das annehmen. Dann einen Tankanhänger kaufen. Und, das finde ich jetzt sehr geil, dass wir den Tutz gefunden haben.
Darmverkundung, okay. Habe ich die schon angenommen? Dorferkundung? Ach doch, tatsächlich, Dorferkundung. Ach so, ja, ja. Ach so. Aha, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, wird alles gut. Da sterbe ich ja fast schon, du hier. So. Die nehmen wir an, eingefroren in der Zeit. Anhänger lösen, wir kaufen einen Tankanhänger. Da, ah, wir sind auch über die Zeit, da kann man mal hier ein bisschen rumgauzen und bellen. Das kann man dann schon mal machen, ne? Also, C-Hänger-Shop. Keine Forschungsprototyp-Einheit. Ich will hier... Nee, hör mal auf, Ich will hier runter. Ich will, Scout. Pritsche? Nee, Scout. Kleine Pritsche? Nein, Tank. Jawohl. So. Weil jetzt tanken wir nachtanken. Quelle ist... Gepäckträger. Wieso denn nicht von meinem Hänger? Tankauflieger. Den Jar. Tanken. Forschungseinheit. Tanken. Gepäckträger. Tanken. Jawollo. So will ich das. Abkoppeln. So, jetzt ist alles wieder betankt. Schnappen wir uns jetzt die Forschungseinheit. Und dann gucke ich doch mal in der Aufnahmepause, wo wir als nächstes hinfahren und was wir als nächstes machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, auch wenn es hier und da mal ein bisschen knifflig wurde und komisch. Aber wir haben den Tutz 16 gefunden. Das ist doch schon mal was wert. Den gucken wir uns dann auch gleich in der nächsten Folge an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Bleibt gesund und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.